Das wird schon. Seht ihr? Sag ich ja. Das wird schon. Und Evos Schutz ist gewichen. So, okay. Sofern ich jetzt treffe, was nicht der Fall ist, wie üblich. Okay, tschüss Evo. Und hallo Evo. Das macht Schutzengel. Man wird sofort wiederbelebt. Man hat quasi einen Freitod. Okay, dann ausgerichtet. Habe ich... Schön, dass Medica nicht die Betörung heilen kann. Nein! Ja. Jetzt agiert der NPC. Für den Gegner. Och, scheiße. Ja, mich tritt natürlich sofort, ne? So, erstmal auf dich drauf schießen, damit du schon mal stirbst, weil du betören kannst. Das ist nicht schön. Merk dir das doch mal, bitte. Danke. So. Kenneth. Okay. Was hast du vor, mein Sohn? Ja, greif den, der auf deiner Seite ist. Greif ihn an, das ist sehr sinnvoll. Das ist sehr sinnvoll, das weißt du, ne? Ich meine, das hätte man auch am Ende machen können, aber nein. Wieso sollte man auch, ne? Nein, nicht so heilen, sondern nur so heilen. So. Und wobei Ausrüstung war sowieso nicht notwendig, da ist sowieso der Kampf beendet sein sollte, spätestens beim nächsten Typen. Nein, so nicht bitte. So. Okay, war auch zu kurz. Wie groß ist die Range davon? 3 Felder. So. Und ein Feuerer. Nein, ein Feuerer bitte. Denn das ist viel besser. Feuerer macht größeres Feuer, Feuer. Und es trifft auch. 6 Erfahrung. Naja, okay, ist nicht gut, aber man muss ja nicht Dinges kriechen, ne? Ah, ihr habt mich erwischt. Tschüss. Hey. Gewonnen! Wir haben die Banditen betrieben. Yay! Und wir haben einfach mal alle unschuldigen Leute umgebracht. Also unschuldig in Anführungsstrichen. So, und ohne ein Gesetzes Dingenskirchen. Wisst schon. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn nicht, dann ist es eure Schuld jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte, um welche. Und kämpfen? Nein. Was auch immer das ist. Eine neue Einheit. Was? Na? Nein, kein Dieb. Ich brauch nur bestimmte Einheiten, damit ich sie schon mal freigeschaltet hätte. Aber wenn ich sie nicht bekomme... Wieso? Oh, Milese. Und es war zu einfach. Das ist sehr nice. Oh, 5 Phönixfedern. So. Okay. Dann gehen wir da lang. Und da lang. Und bevor wir reingehen, müssen wir noch was ändern. Du lernst gerade, oder? Ja, du hast noch nicht angefangen. So, du hast ja Verdunklung schon gelernt. Okay, der Silberbogen, was macht das nochmal? Begräbnis. Okay. Hab ich noch nicht, oder? Nein, hab ich nicht. Okay. Ah, Jäger. Okay, dann machen wir jetzt zum Jäger. Denn Jäger sind richtig geil. Ich hab nicht die Waffe, die ich haben wollen würde. Gehen wir kurz zum Laden. Wo sind die Bögen? Bögen, kommt her bitte, ich brauche euch. Da. Vertreiben? Nein. Überschallknall wäre schon mal gut. Was nehme ich denn?
Kompositbogen einmal und den Windbogen. Jo. Und kurz noch ausrüsten. Gymnas Barré einfach mal kurz. Die Gandine, nee. Okay, komm, doch, ziehen wir mal ein bisschen Brigandine an. Müssen wir nochmal kurz sortieren. So. Wo war nochmal jetzt der höchste Angriff? Bei Kompositbogen. Okay, der wird dann als letztes. Dann zuerst der Windbogen. Vertreiben, was war das? Ach, genau. Der Jäger ist hauptsächlich wirklich für Monster da. Also hauptsächlich, wie der Name auch sagt, Jäger. Restaurierung. Ich habe kein zerbrochenes Schwert, oder? Habe ich ein zerbrochenes Schwert? Wenn ich ein zerbrochenes Schwert habe, dann mache ich die Quest sofort. Nee, kein zerbrochenes Schwert. Schade. Hätte ich die sofort gemacht, ich hätte dann einfach Objekte verkauft wieder. Also Chocobo-Hilfe. 5 Tage. Ich habe die schon erfüllt, dann nicht. Da, genau, da oben kann man sehen. Da steht erfüllt, Rang 1. Da oben nicht. Das heißt, also, wie man schon denken konnte, dass man da schon gewonnen. Gewonnen, ja. Dass man das halt, Dingenskirchen halt, wisst schon. Dass man die schon erfüllt hat, genau, das wollte ich sagen. Wieso fällt es mir so schwer, das Wort zu sagen? Also, das einzufallen. Fiel mir irgendwie schwer. Oh, verdammt. Verliebtes Mädel. Na, 2 Gefechte ist nicht so schön. 2 Gefechte und Gelato. Und ich habe keinen anderen. Wobei. Ich hätte aber einen anderen Weißmagier. So. So sieht nämlich auch der Weißmagier aus. Der Sprite von ihm. Komm, einfach mal ein bisschen Stab geben. Damit er wenigstens was lernt, in Anführungsstrichen. Missionen. Verliebtes Mädel war das, ne? Komm, du kannst. Gut, du bist sogar dazu instande. Weil dich brauche ich ja sowieso nicht. Verloren Ring? Ne, nehme ich noch nicht. Habe ich schon erfüllt. Okay, doch, dann nehme ich jetzt mal den Lutscher Pass. Ich habe einen Laden am Lutscher Pass eröffnet, aber heute bis jetzt nicht einen Kunden. Ich brauche Werbung. Kannst du mir ernst? Klar, mache ich. Okay, Evo, gut. Gut, dass ich dich nicht brauche. Okay, dich nehme ich mal, weil. Wo war das? Ich habe meinen Ding am Ulai-Fluss verloren. Er war ein Freund meines Lebens. Meines Liebsten. Finde ihn, bevor er merkt, dass er weg ist. Claire. Freundin des Eismanns. Oh. Das ist die nächste Story-Quest, deswegen machen wir die noch nicht. Ja, so. Generell. Das Spiel ist riesig. Wirklich. Von daher, das werde ich auch in einer Aufnahme wenig vorankommen. Lamia. Lamias. So, nett, Gelato, Lita und Bonita. Hast du eigentlich schon mittlerweile erlernt? Nein, hast du immer nicht erlernt. Wie schaut's mit dir aus, Lita? Oh, du hast schon 3 Verstöße, fällt mir gerade auf. Ach schon, du hast ja nichts. Ich mach dich auch mal zur Scharfschützin jetzt. Auch wenn du es noch nicht fertig hast. Und ich mag diesen Sprite sehr. Aber mein Lieblingssprite kam noch nicht. Du kriegst eine Ademan-Bestung einfach mal. Besotoxico. Okay, solange Dingeskirchen nicht erlernt worden ist. Das war sanft wie ein Kuss. Vergiftet sie, genau. So. Monster! Wir sollten besser schnell den Ring finden. Und alle Gegner besiegen wieder. Naja, ist kein Problem, oder? Nee. Glaube ich nicht. Titus. Ist jetzt 5 Felder? Ich denke schon. Und wenn nicht, ist auch egal. So, komm.
Federschlag war der garantierte Treffer, ne? Ja, ne, das ist viel zu wenig, das ist nur die Hälfte. Egal, komm, ein normaler Angriff sollte auch treffen. Ich meine 50%. Die nicht treffen! So, dann gehen wir von hier lang. Setzen den Luftreißer ein, der nicht ausreicht. Nein. Ich möchte ungerne meine Leute verlangsamen. Oh, so könnte ich doch wenigstens Dingsrechner einsetzen. Mönchtechnik, den nicht exorzieren. Luftreißer, bitte. Dankeschön. Hoffentlich triffst du auch, ne? Das wäre nämlich ziemlich nice. Yay, dankeschön. So. Prova. Lamia Königin, glaube ich. Ja, keine Ahnung mehr, was die blauen Lamia bedeutet sind. Wie weit kannst du schießen? Ja. 6 Felder. Ne, 5 Felder nur. Okay, warte mal. Einen Augenblick, ich guck mal nur kurz, was sie war. Lilith. Okay. Und du bist eine Lamia, ne? Ja. So. Ich hätte dir wenigstens. Ich bin dumm. Nein, nicht Objekt, sondern Scharfschießen. Beso Toxico. Auf dich. Denn du hast sowieso nicht viel Leben, von daher. Das könnte dich dann umbringen, wenn ich es treffe. Was natürlich nicht der Fall ist. Immer. Ich darf nicht treffen. Ich darf es nicht, nein. Es ist quasi gegen irgendwelche Gesetze. Welche ich gleich nochmal nachschauen sollte, eigentlich. Runde schnell, damit ich auch wieder darf. Vor allem mit Marsch möchte ich gerne wieder angreifen können. Ja, bei dir ist es ja eigentlich scheißegal, weil du sowieso nichts machst. Nee, ich gehe einfach weiter. Dann kann ich da wenigstens noch Dingeschichten einsetzen. Beschützen. Da sie nicht sehr oft magisch angreifen. Zumindest hier schon mal gar nicht. Da die Fee die einzige ist, die magisch, die zaubern kann halt. Nicht magisch, sondern die generell zaubern kann. Und ja. Da lohnt es sich auch nicht für einen Gegner. Außer natürlich ist es ein starker Gegner, der, der halt einen richtig fetten Zauber drauf hat. Dann sollte man das schon in Erwägung ziehen, aber sonst, nee. Sonst ist das wirklich nicht nötig. So. So, Feuerrad zieht nur um die 20 ab, glaube ich. Oder 25 war das? Ich glaube, 20 war das. Wenn wir... Okay, 25 war das. Okay. So, Marsch. Wobei, ich hätte jetzt einfangen können. Also, hätte ich lieber doch einfangen lernen sollen. Naja, vertreiben. Naja, geht nicht. Ich glaube, die müssen dafür schwächer sein. Dann greife ich halt die Lamia an. Das zieht nämlich ein bisschen mehr ab. Ich meine, ist sicherer. Aber ich hätte damit die wahrscheinlich töten können, die Titos. Naja, egal. Ja, und dann greift sie nicht mal magisch an, auch wenn sie so ausgelegt ist. Eigentlich. Und durchbohren, damit sollte ich auch treffen können, ne? Ja, gut. Und sie ist jetzt schon mal tot. Und wird im Wasser rumtreiben. Sehr interessant. Sie schwebt, obwohl sie auf dem Wasser ist. Eigentlich würde man ja auf dem Wasser runterfallen und ertrinken. Beziehungsweise halt, ja. Falls man nur bewusst ist, würde man ja ertrinken dabei. Aber naja, sie nicht. Sie schwebt weiterhin auf dem Wasser. So. Ne. Dann, komm. Stell dich mal hinter dir.